Oh, 100, das war bei einem ganz guten Tag. Ja. Dann gehen wir rein in den dunklen Trikots von rechts nach links. Der EHC Red Bull München in den hellen Jerseys. Die Kölner Haie. Die Möglichkeit für die Kölner Haie, für Patrick Seelhoff auf der anderen Seite. Das linke Bein fährt in Richtung Torraum auf Niederberger zu, der mit der Ausholbewegung. So ein Stoppfehler. Oh, schön, McIntyre. Und der muss ihn jetzt machen. McIntyre verstolpert den nicht. Wo war ja, die Abwehr? Ja, da links, den habe ich irgendwo weiter. Eisenschmidt! Wow! Hoi, 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 hoi. Der Pass geht rüber. Und es ist ein 9. Spiel, in dem er getroffen hat. 6 der ersten 8 Spiele mit einem Tor haben die Münchner auch gewonnen. Also wenn er trifft, ist es immer ein gutes Zeichen. Die Möglichkeit! Und Tor. Der Ausgleich, McLeod! Zu offensiv. Einfacher Chip raus. Was passiert? Konteralarm. Und auch da Köln erst mit dem Schuss, Niederberger Rebound nach vorne. Ich habe wirklich deinen Hinterkopf gesehen, durch deine Augen durch. Ja, ich bin immer noch etwas von der Rolle. So, und jetzt schau mal, 2-auf-1-Situation, nur Mo Müller noch hinten für die Kölner Haie. Der legt sich aufs Eis und das ist dann gut verteidigt. Und jetzt warte das Tor. 3:03 vor dem Ende. Der Sieg für den EHC Red Bull München mit einem Schmeckle. Oswald und Abelshauser. Und auch da brauchen sie so ein bisschen. Müller macht es eigentlich nicht schlecht. Dann ist Kamera da. Abelshauser rüber und Oswald mit dem Siegtor. Und dann ist auch Ancicka geschlagen und kann dann nichts mehr machen. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live. Nur bei Magenta Sport.